Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft hier auf meinem Kanal. Ja, nach dem Zeitraffer, den ihr ja gesehen habt, hoffentlich, wisst ihr ja, dass ich ein paar Ressourcen gesammelt habe und hier den Eingangsbereich schon mal ein bisschen so vorgestaltet habe. Ich bin noch nicht ganz zufrieden, das muss ich ehrlich dazu sagen, aber immerhin besser als gar nichts. Ja, ich habe hier auch schon mal ein paar Wände so weggenommen, weil ich meine, das ist ja so nicht schön, wie sie jetzt gerade ist. Und ja, das ist das Ergebnis von unserer Tour. Wir haben hier ein bisschen Zertusquarz und so. Wir haben hier Eisenbarren und 4 Redstone, 2 Diamanten, die waren in... Also wir haben eine Mine gefunden, wie ihr hier oben vielleicht auch sehen könnt. Und ja, da waren die 2 Diamanten halt drin. Ja, ich weiß nicht, ist hier jetzt auch noch was drin? Nee. Viel Kohle, Mülleimer haben wir. Ja, ich habe wie gesagt auch hier erstmal so ein bisschen geterraformt, sagen wir mal. Und ja, ich würde jetzt eigentlich gerne noch mal ein bisschen weitermachen hier. Allerdings gibt es ja das Problem, dass die Bäume hier irgendwie nicht wachsen. Da seht ihr es. Ich habe hier Bäume hingepflanzt, aber die wachsen nicht. Das heißt, wir müssten uns jetzt mal andere Bäume suchen. Und ja, da weiß ich jetzt halt noch nicht genau, wo lang ich da wohl am besten gehe. Weil ich halt momentan noch gar keinen Plan hier von dieser Umgebung habe. Vielleicht gehen wir am besten erstmal hier hoch irgendwie. Mal schauen, ob es da irgendwas Schönes gibt. Ja, falls ihr euch fragt, warum ich hier im Fenstermodus aufnehme. Ich kann Minecraft irgendwie jetzt nicht mehr im Vollbildmodus aufnehmen. Frag mich aber jetzt nicht warum. Aber es geht auf jeden Fall nicht mehr. Ja, wie kommen wir hier jetzt am besten hoch, ist die Frage. Wahrscheinlich mit einem Wasserfall, ne? Wir schwimmen einfach mal den hier jetzt hoch. Ja, und ich bin auch am überlegen, ob wir eventuell ein ME-System nehmen oder ob wir das alles anders regeln mit Kisten oder Storage-Drawern. Da bin ich halt auch noch am überlegen. Ich glaube eher, dass wir es ohne ME-System machen. Weil das haben wir bis jetzt fast in jedem Projekt benutzt und irgendwann wird es ja auch langweilig. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus hier eigentlich. Ja. Haben wir gründlich verkackt. Vielleicht hätten wir ein paar Leitern bauen sollen. So, jetzt. Ja, ich weiß auch noch nicht, aus welchem Material wir unsere Base bauen. Und das wird auch nicht unser Haupthaus sein. Das Haupthaus wird ja oben woanders sein. Aber dafür brauchen wir halt auch erstmal Holz. Und das haben wir, wie gesagt, momentan eigentlich gar nicht. So. Schön, dass die Schafe sind, aber ich brauche Holz. Schafe nützen mir da eher weniger. Ey, das kann doch nicht sein, dass hier nirgends so ein Baum steht. Was sollen das bitte schon für Millionen sein hier? Also hier ist erstmal ein Meteor. Moment, den haben wir schon ausgeräumt, oder? Oder ging das noch nicht? Irgendwas war da, das weiß ich nur. Super. So, bauen wir uns mal hier in die Mitte rein. Es wird wohl hier sein, ungefähr. Ja. Da kommen wir momentan wohl auch noch nicht so gut rein. Tja, hier wäre halt Holz, ne? In dem Pilzbiom. Eieiei. Ist die Frage, ob wir das wirklich nehmen wollen. Ich meine, das ist ja tatsächlich nochmal ein anderes Holz, ne? Aber momentan haben wir halt nichts Besseres. Dann wäre es auch besser, wenn wir ausschließlich das benutzen. Aber ich würde sagen, das nehmen wir erstmal. Irgendwann werden wir die Holzproduktion natürlich auch automatisieren. Ein bisschen Eichenholz können wir trotzdem mitnehmen. So. Guck mal, das ist auch Eichenholz hier. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Das sieht doch schon mal ein bisschen nach Baum aus hier. Ja.
versuche hier mal so eine Art Treppe hochzubauen, dass wir hier besser hochkommen, um uns dann erstens einen besseren Überblick verschaffen zu können. Okay, habe ich jetzt schon verkackt, die Treppe. Na gut, dann halt keine Treppe. Dann nur klassisches Abbauen. Ich denke mal nicht, dass uns jetzt hier Lava auf den Kopf fließt. Ja, und dann wollte ich eigentlich auch nochmal irgendwann Strip Mine, aber da bin ich von abgekommen, weil ich mir gedacht habe, das könnte ich ja eigentlich auch nochmal in irgendeinem Zeitraffer oder so machen. Aber da habe ich in dem Zeitpunkt nicht dran gedacht, wo ich den gemacht habe, sonst hätte ich es da noch gemacht. Und jetzt bin ich halt überlegen, ob ich das in den Folgen mache. Oder ob ich halt nochmal in die Höhle gehe, oder in die Schlucht eher gesagt, in die Mine dann rein und da nochmal versuche nach ganz unten zu gehen, um dann da nach Obsidian und so, also nach Diamanten erstens zu gucken. Weil wir brauchen hier Obsidian für eine Spitzhacke, um Obsidian abzubauen. Ne, wir brauchen Diamanten, um Obsidian abzubauen, genau. Und dann können wir nämlich erst das Portal machen zum Nether. Und wenn wir tatsächlich ein ME-System haben wollen, brauche ich mir dafür ja Nether-Quarz für die Flux-Kristalle. Ich habe da mal nachgeguckt. Und ja, das ist dann halt schwierig ohne Portal. So. Okay. Bin mal gespannt, ob wir dann tatsächlich das ganze Holz abgebaut haben. Ey, wie oft will das denn jetzt noch nerven? Ob wir das ganze Holz abgebaut haben oder nicht. Ist so nervig im Fenstermodus zu spielen, ne? Ich check's nicht. Eieiei. Tja. Ich muss mich da echt nochmal ein bisschen mehr ransetzen, um zu gucken, woran es liegt. Bis jetzt weiß ich es aber nicht. Geht jetzt auch nochmal runter, die, oder? Ey, das nervt so, ne? So. Ah. Jetzt sag mir nicht, die ist kaputt gegangen. Wir haben natürlich kein Eisen mit. Wäre ja auch was gewesen. So. Naja, das ging jetzt ja noch. Okay. Der bringt auf jeden Fall schon mal schön viel Holz. Ich hoffe, dass die spawnt jetzt nicht da unten. So. Jetzt habe ich dann kein Holz mehr im Inventar. Ja, damit dürften wir erstmal weiterkommen dann. Dann müssen wir noch Ton sammeln, weil ich gerne bald mit DecoCraft anfangen würde. Tja, hier jetzt so eine Sense, das wäre schon geil. Aber größtenteils scheinen hier schon uns zu despawnen. Okay. Dann gehen wir erstmal wieder runter. Sammeln hier nochmal ein bisschen was ein. So. Gehen wir nochmal hier rauf. Ja, da liegt auch noch schön viel da unten. Das ist ganz gut. Zack, okay. Ja, das können wir so abbauen. Sehr gut. Okay, dann damit hätten wir den einen Baum zumindest schon mal ein bisschen abgeholzt. Das ist doch schon mal ganz gut. Wir dürften jetzt auch erstmal wieder genug Holz haben. Ich hoffe, wir haben auch ein paar Setzlinge bekommen, aber das dürften wir ja eigentlich so oder so. Okay. Haben wir Setzlinge bekommen? Ja. Gut, dann pflanze ich da noch ein paar anderen. Oder können wir auch gleich machen. So. Können wir auch gleich machen. Was leuchtet denn hier so? Ah, die können leuchten.
Glimmerlinge. Können wir ein paar für unser Haus mitnehmen? Hier sind noch ein paar Pilzkühe, okay. Tja, wie kommen wir jetzt hier wieder am besten hoch? Ich würde ja sagen, so wie wir runtergekommen sind, aber... ist nicht so passend. Wir müssen auch unbedingt mal eine Schaufel machen. So. Machen wir uns jetzt hier halt einfach mal eine Treppe hoch. Ich glaube nicht, dass es das letzte Mal gesehen wird, genau. Dass es das letzte Mal sein wird, dass wir hier runtergehen. So. Zack. Aber dass wir es mit einer Eisenspitzhacke immer noch nicht abbauen können, ne? Das wundert mich echt. Oh, wären wir hier jetzt runtergefallen. Katastrophe. So. Zack. Zack. Zack, zack. Okay. Oh Gott, in der Kette war ich noch nie so gut hier. Nö, ne? Na toll. War klar, dass wir hier rauskommen, ne? Ah, hier, okay. So. Hier haben wir schon mal einen Gang gemacht, ne? Aber der ist nicht tief, oder? Nee. Okay. Sonst hätten wir den erstmal nehmen können, aber ist natürlich auch unpraktisch, wenn wir hier jetzt weit weg von zu Hause buddeln und das alles nach Hause schleppen müssen. Momentan ja noch ohne Rucksack. Okay. Aber ansonsten war das eine relativ erfolgreiche Farmtour, was Holz angeht. Hier ist noch ein Schaf. Nee, doch nicht. Was ist das? Marmor, okay. Ist kein Schaf. So, hier ist noch Dschungel. Hier fängt dann das mit dem Biom an. Lassen wir uns einfach mal treiben. Am besten ohne zu sterben. Zack. Da müssen wir dann gleich einmal rechts rum. Ist hier irgendwo Cobblestone? Nee. Cobblestone sag ich schon. Wie heißt das? Warte, warte. Den können wir direkt raus. Nicht Cobblestone, sondern Obsidian. Heute kommen wir echt durcheinander mit den ganzen Sachen so. Okay, lass uns erstmal ein bisschen hier am Haus weiter basteln. Damit wir wenigstens eine Sache hier abschließen können. Also, was heißt abschließen? Ich weiß nicht. Ich denke mal, in dieser Folge werden wir es kaum noch fertig kriegen. Aber in der nächsten Folge könnten wir es hinkriegen. Ja, und in der übernächsten Folge können wir dann hier mal... Warte mal, hier sind wir gerade lang gegangen, ne? Hier war jetzt auch nichts Besonderes. Genau, hier war auch nichts Besonderes. Ja, in der nächsten Folge können wir dann ja mal das Haus fertig bauen. Und in der danach können wir dann mal ein bisschen Strip Mine eventuell. Ich weiß, es ist langweilig, aber wir können es ja ein bisschen ausbauen. Ja, auf jeden Fall hat es mich gefreut, dass ihr in dieser Folge wieder dabei wart. Es tut mir leid, dass ich hier im Fenstermodus immer noch aufnehme, dass die ganzen nervigen Sachen so einfach reingeschossen kommen. Aber ich weiß momentan echt nicht, woran es liegt. Und ich versuche es zu ändern, aber bis zur nächsten Folge und bis zur übernächsten werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen. Trotzdem hat es euch hoffentlich gefreut und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal, euer Jan.